Hallöchen. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt schon was sehen. Ich hoffe, vom Sound her passt es gerade schon. Gleich wird man auch die Leute im TS hören können. Nur gerade bin ich noch für die lautlos und ich wollte eben mal Bescheid sagen. Wir machen das jetzt so, dass alle 45 Minuten gewechselt wird. Sprich, um 20:45 Uhr wechseln wir wieder die Mitspieler um 21:45 Uhr und mal schauen, wie lange der Stream dauert, halt immer, sodass jeder eine Dreiviertelstunde spielen kann und wir dann ungefähr 15 Minuten Pause haben, wo die Leute dann joinen können. Ja, und ich würde sagen, damit war das dann erstmal, obwohl eine Sache noch, der Nico ist oben im Eingang, der kümmert sich um alles ganz toll, danke an dich. Wenn ihr wissen wollt, welcher Nico das ist, dann erinnert euch mal an die Tourwas-Folgen von vor einigen Wochen und teilweise auch schon von Anfang des Jahres. Außerdem könnt ihr den finden auf Facebook unter seiner Facebook-Seite LU Wittemeyer. Und ja, da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, der kümmert sich da heute ganz toll darum, dass alle von euch vernünftig spielen können. Gut, ich hoffe, ihr kriegt alles vernünftig mit. Ich bin ein bisschen leise. Gut, dann schaue ich mal kurz. Dann mache ich das andere halt ein bisschen leiser. So, gut. Die anderen sind ab jetzt zu hören. Hallo. Ja, ehrlich mal. Hallo. Hallo. Moin. Eine Sache habe ich vergessen. Ich sehe dich. Wer von euch möchte denn sagen, wer denn heute alles dabei ist? Ich, Olli. Okay, dann schieß Ich. los. Wer hat hier denn? Sofort. Heute dabei ist Strat 07, Ernie 09, M&M Luca, Andreas 19, der Leon LS Team, Philipp, Kuhn-LP, Olli und Johnny. Jo, Du hast und das das ist vergessen, jetzt die erste Unterstrich, Runde, Unterstrich. die ungefähr eine Dreiviertelstunde gehen wird, halt bis 45. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Runde. So, ich tapp hier schon mal zum Feld. Gerade sind alle hier fleißig an einem Feld. Ich überlege gerade, machen wir jetzt erstmal, ich würde sagen, wir bringen erstmal die Felder wieder auf einen Stand. Oder danach schnappen wir uns vielleicht mal die Mähbalken und machen eine Runde Silage. Du leckst bei mir. Es kann Bei sein, mir dass ich auch. etwas lagge wegen dem Stream. Werde wie immer beim Vorlesen Ey, fangen. du hast Ganz mir normal. gerade meinen Wagen Wurdest du geklaut. wieder vergessen? Ja, wie? Ey, oh, es ist immer so. Der Lorenz, oder wer wurde vergessen? Ja, immer. Ich werde in jeder Aufnahme vergessen. Habt ihr Ich schon hab nicht angefangen zu sehen vorgelesen. und wenn ja, was? Alter. Andreas, was machst du? Back. Ich nehme jetzt einfach Spritze, denn es sonst wird immer rumgeheult, da wir spritzen. Was habt ihr Okay, hier also ich angefangen hole zu meine. säen? Hanf. Hanf, okay. Hallöchen. Dann hole ich mal neues Moin. Saatgut. Und, Bisschen was zum Rauchen, ne? ja, genau. Hanf war ja wieso immer. Also da, ich weiß nicht, wie viele von euch waren denn schon auf der Minkmap damals dabei im, ja, März, April Next. rum? Wahrscheinlich die Ich? wenigsten. Wo dabei? Hier auf der Minkmap. Die haben wir ja schon mal im Community-Server gespielt. Ich war dabei. Jo, das Ach, ist schon boah, mal. Andreas! Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus, fällt mir gerade auf. Wer Muss ich erstmal schauen, wie ich zum Hof komme. Patrick, keine Beleidigung. Oh. Also haben Sie gesehen, oder? Hanfsäen, genau. Wir haben drei oder Okay. vier kleine Sämaschinen und eine von diese D9 Super. Die könnten wir hinterm Ich hab die MB-Truck D9 oder am hinterm MB. Geräteschlepper-Fendt hängen. Ich hab die D9 am MB-Truck. Hey, der Arctic ist auch im Chat unterwegs hier beim Livestream. Hallo Arctic. Oh, Und ich werde total ignoriert. Strat ist vom TS Oh. geflogen. Müssen wir gleich mal eben schauen, ob wir dich wieder reinziehen können. Dann wird es nicht einfach haben, um Alter. reinzukommen. Ach, naja. Ja, Leon, Deutsch fürs Leben. Ne? Mich auch, ey. Lorenz, wir tragen das nachher Mich würde mal privat aus. interessieren allgemein, Das was können wir so lautstärkemäßig, ob man alles gut verstehen kann ob die Qualität halbwegs ist. Viel höher werde ich nicht gehen können wegen meiner Leitung. Aber zumindest mal so ein kurzes Feedback wäre ganz nett. machen. Wow. Irgendwie hatte ich gerade einen Mörderlag. Ich merke das auch ein bisschen beim Stream. Da ist meine Leitung halt relativ ausgelastet.
Ja, man merkt's auch, wie du redest. Alter und Schleswig. Kommt auch nicht mehr alles an. Vielleicht werde ich gleich bei der nächsten Synchronisationspause dann ganz kurz nochmal die Bitrate etwas runterdrehen. Dann ist die Qualität zwar nochmal etwas schlechter, aber dann sollte ich zumindest nicht so abgehackt sein. Die Spieler sind sehr leise, passt perfekt. Ich mach's noch einen Tacken lauter dann. So, dann seid ihr jetzt auch etwas lauter. Ja. Lorenz, mit wie viel kmh grubberst du? 19. Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich, aber... Oh, ich schaff's nur auf 8, verdammt. Kommt da noch einer zum Säen? Es tut mir aber leid. Habt ihr eigentlich schon die neuen Bilder vom MS-15 gesehen, die heute rauskamen? Jupp. Ja. Nee. Stolz. Und was sagt ihr? Anbaufrontlade. Baum. Ja, und der neue Flug sieht cool aus, ne? Der zweigeteilte. Hunde merken mich einfach gar nicht. Hallo. Marci, wie hast du dich denn jetzt hier reingeschummelt? Ja, genau. Wow. Ich werde gleich nochmal eben die Qualität umstellen. Sonst, ich merke es extrem gerade mit meiner Performance. Ich glaube, ich bin sogar gerade vom Server geflogen. Ich bin dann nochmal ganz kurz hier Qualität runterdrehen. Ich glaube, dem Guten ist wir. So, wir sind wieder da. Jetzt sollte es etwas besser laufen. Hoffe ich zumindest. Bei mir im Spiel sieht es schon mal ganz gut aus. Deshalb wird jetzt aber leider die Qualität etwas schlechter sein. Oh, und jemand ist vom Channel geflogen. Das war... Ja. Der Patrick. Gekickt worden bist du nicht, das sehe ich. Du bist wahrscheinlich einfach rausgeflogen, weil du eine schlechte Verbindung hast. Oder weil er nichts gesagt hat. Nee, der Patrick D. Weil er nichts gesagt hat, dann wirst du auch in einer bestimmten Zeit... Ja, wenn man komplett AFK ist, dann wird man auch gekickt. Oh, ja. Andi, du hast den deinen Faden mit runtergeklappt. Johnny, wie sehst du hier? Oh ja, ich muss auch gerade lachen. Der Thomas hat gerade den Link in den Chat geschrieben von den neuen Fahrzeugen im LS, die heute bekannt wurden. Das war doch mal gut. Da muss ich mal rein. Ich hab mein Handy. Ich finde den neuen Hilli-Mann auch cool. Ja, der ist geil. Aber ich finde die Avi-Fräse irgendwie schöner. Ja, die Fräse, da freut mich wieso, weil ich war schon gespannt, ob sie sowas mit Fräsen überhaupt machen. Also das Stümpfe stehen bleiben, deshalb war ich da schon, ja, da freue ich mich. Andrea. Ja. Boah, dieser Link ist total schwer anklickbar. Ja, sorry. So, jetzt sollte es aber allgemein, könnt ihr mich jetzt besser verstehen? Ja. Ja. Okay. Konnte ich noch nie verstehen. Nein, das konntest du nicht. Das ist schade. Ja. Ja, man merkt es gerade bei mir im Spiel, das ist wesentlich, wesentlich besser von der Verzögerung her. Hier fragt der Ernie gerade, ob ihn, wer wieder einen Channel hochziehen kann. Ich fahre zumindest mal eine Reihe hier zu Ende, obwohl der Marci kann das ja eben. Wer möchte denn? Ja, wer möchte denn gezogen werden? Der Strat oder so. Der. Ach, da, der. Strat, so sieben your channel. Hallo. Johannes, bei dir hört man sehr stark die Tastatur. Vielleicht kannst du das ein bisschen einschränken. So eine. Ja, ich versuch. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Oh Gott. Guter Helfer. Kennen einige eigentlich noch den guten Helfer vom Hagenstedt Community Server? Der versucht halt mit dem Same und dem 9 Meter Lemken Grubber oder so. Das Feld zu bearbeiten und dabei aber nur auf den Hinterrädern unterwegs war. Der Liebherr-Radlader sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen schneller gut. Ich fahr 13. Das ist schon relativ schnell, finde ich, mit dem Ding. Also hier hätte man aber Vorgewende machen sollen. Ja. Mit der alten Klappermühle hier. Das ist nervig. Ja, lass doch Vorgewende das letzte Stück machen. Ich hoffe, ich erwische es mit dem Herbst. Ja, zumindest, ja, können wir machen. Dann fahren wir einmal rum. Ja, okay, kann ich auch. Ja, du musst hinterherkommen. Los, guten Knall. Jetzt kommen wir ja zusammenfahren hinterher. Ich fahr jetzt einmal rum. Aber ich glaube, du bist trotzdem eher unten als ich, ne? Boah, der Saatgutverbrauch ist auch bei der Kleinen extrem übel. Ja, wir sollten uns auf Dauer mal einen Saatgutanhänger kaufen. Warte, meinst du, schaffst die Dusche? Ey, guten, bekommst du Dusche. Werde ich hier geduscht?
Hättest du zumindest noch ein bisschen angesetzt? Alles hochdrehen müssen, damit ich das nicht so in den Nacken krieg. So, da hat ja wer Kolli. Oh. Sorry, Olli. Mach was dann. Der hat ja Kolli. So. Ja, Olli hat Kolli, meinst du? Ja, wenn du von oben nochmal. Ja, genau. Mir gerade auch wieder eingefallen. Und der ist nicht so klein, dass ich unter ihn, über ihn drüber fahren kann. Der Unterhosenworker mobbt mich, das glaube ich aber nicht. Da kenne ich den aber eigentlich besser. Wer? Der Unterhosenworker, wahrscheinlich meint er den Underworker. Der Underworker organisiert halt nämlich gerade zusammen so mit den Nico halt immer die nächsten Runden, damit alle, die spielen wollen, nach Möglichkeit mal zum Spielen kommen. Ich habe ja einen großen Fehler gemacht. Was? Ich bin einfach reingeplatzt. Ja, genau. Das war eigentlich genauso, wie es nicht gedacht war. Ja, ja, ich kann's ja auch, die anderen können's nicht. Ja, dann bist du auch, eigentlich kannst du uns nur Nico. Ja. Einfach reinplatzen. Lorenz, was sagst du? Zweimal Philipp, oder dreimal rum? Weg. Oh, oh. Ich glaube, das reicht dann. Nee, mit dem, wir haben eine schmale Gruppe. Einmal muss. Er sagt noch so, hallo Marci und Back. Aber was geil wäre, ist, wenn man für den GTA so einen Tank bekommen würde, ja, der wirklich drauf sieht. Ja, das wäre cool. Ach so, ein das Tank für die Front, ja, oder sind, was? Nee, der auf dem GTA drauf liegt, weiß, wo sonst der Frontlader aufgebaut ist. Ja. Das gab's doch mal für Elben. Denn ich kenne das von Lohnunternehmen Reif, die haben auch noch einen GTA rumstehen, da wird dann manchmal eine Kiste drauf gesetzt, um Zinken oder so zu transportieren. Ach so, ja. Halt wirklich zum Geräte transportieren, wofür der auch gedacht ist. Die so einfach eine Kiste drauf und da legen, dann die Zinken für den Drescher drin, wenn da mal umgebaut werden muss. Ach, das ist so ein alten GT, so ein 380er, oder? Warum habe ich kein Geld? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich gerade neu eingeloggt und deshalb bin ich jetzt nicht als Admin eingeloggt. Das werde ich jetzt auch im Stream nicht tun, weil sonst, ja, ihr könnt es euch denken. Haben wir auf einmal ganz viele Admins. Kann man ja auch ändern, indem man das was. Ja, aber dann, solange ich das ändere, ist es ja wieso Essig. Das ist viel zu viel Arbeit. Dann sieht's jeder. Ja. Wie viel Arbeitsbreite hat eure Sämaschine? 2,5 Meter haben die kleinen. 3 Meter die Amazon. Das ist schon echt böse hier. Uah, das auch. Seid ihr noch am Dreschen? Wir sind, glaube ich, am Grubbern und Ansäen. Okay, dann gleich mal hier bitte, räum ich mal wieder die Geräte auf, denn die liegen ja hier rum. Aber ich finde es auch mal wieder echt nice, mit Oldtimern zu spielen. Ich habe jetzt so lange auf der Mic hier, auf der Landwehrkanal ja wieder mit den riesigen Sachen gespielt. Ich würde dir mal ganz kurz eine schöne Frage vorlesen. Ja, hat jemand nämlich gefragt, im Guten, kannst du mal erklären, wie man bei dem Rivers-Projekt mitspielen kann? Denn ich finde das Erklärungsvideo nicht. Da musst du mich auf Skype adden. Und dann füge ich dich in so eine Konfi hinzu. Und in die Konfi haben wir dann, also da wollen wir dann reinschreiben, wann wir aufnehmen. Das passiert nicht in jeder Aufnahme, aber immer dann, wenn wir es einrichten können, ja, dann suchen wir daraus halt Leute aus. Und ich kann ja mal Twitch gehen und. Hat er nämlich schon zweimal jetzt geschrieben. Ah ne, doch nicht, nur einmal. Ne, zweimal. Ach, keine Ahnung. Ah ne, zweimal. Nicht, dass da einer spammt. Da spammt er doch. Warte mal, wo sind wir denn? Rechts, links? Wo sind wir denn? Hä? Boah, ich kenne mich hier gar nicht mehr so richtig aus. Ja, schon 281 Zuschauer. Au, oh, das ist noch gar nichts. Gerade ist auf einmal so still. Will. Was habe ich getan? Ich weiß es. Ich habe meinen Ton ausgemacht. Die waren auch generell gerade alle leise. Ja. Hier fragt wer im Teamspeak, wie heißt du bei Skype? Wie ich bei Skype heiße? Dreimal darf er ran. Hans-Peter. Hans-Dietrich. Klaus-Dieter. Oh. Ja, natürlich guten IP. Ey, gut, du musst mal den Saatgut auffüllen gehen, sehe ich gerade. Ich bin dabei. Ich glaube, mit vier Handkörnern. Einfacher geht's eigentlich nicht. Mit vier Handkörnern kommst du auch nicht weit. Ja, mit vier ist ein bisschen. Wohin? Vier Handpflanzen? Aber das wäre vielleicht mal eine Frage fürs Publikum. Was wir machen sollen. Sollen wir jetzt erstmal noch wieder alle Felder fertig bestellen? Oder teilen wir uns vielleicht auf, dass die Hälfte Felder bestellt und die andere Hälfte
Also vier Leute zumindest könnten anfangen, Grassilage ein bisschen zu machen für die Kühe. Das wäre auch eigentlich ganz sinnvoll. So. Wie viele Kühe haben wir schon? Hat jemand gefragt, wie lange 15. geht der Strem? Okay. Und hier hat er gefragt, dass du ihn bei Skype nicht beantwortet hast. Die Frage kann auch mal ein bisschen dauern. Ja, meinst du, wie viele Leute? Ich nehme aus Skype eigentlich alle an. Bitte stupst mich im TS nicht an. Sonst antworten tue ich wieso nicht. Genauso wie auf Anschreiben antworte ich jetzt im Stream auch nicht. Deshalb könnt ihr euch das einfach sparen. Und es nervt einfach nur. Ja, es ist ein bisschen blöd, wenn dann die ganze Zeit wake up, wake up. Und wir sind auch keine Grußgesellschaft, deswegen können wir leider dem Loritz auch nicht sagen, dass du später kommst, Julian. Ja, der Patrick möchte nämlich, glaube ich, auch hier rein. Aber hier ist gerade generell etwas voll. Ja, das ist ja nichts Neues, aber das wird auch von Mal zu Mal von Livestream zu Livestream mal gefüllt. Wenn ich mir so überlege, ich glaube beim MIG, also bei dem letzten Stream auf der MIG-Map, wo wir gehäckselt haben auf Feld 88. Das war aber auch immer schon anstrengend. Ja, das war auch so anstrengend, aber wenn ich so gucke, wir haben jetzt so gerade knappe 300 Zuschauer und ich glaube damals auf der MIG hatten wir unter 200 oder 200 so um den Dreh, also auch schon wieder 50% mehr. Ja, aber du kriegst ja auch mehr Abonnenten dazu. Ja, ja, klar, da hatte ich, weiß ich nicht, ein Drittel oder die Hälfte oder ein Drittel so ungefähr. So, und hier ist noch zum Beispiel einer, kann ich auf dem TS-Server, hat er gefragt. Also, ich glaube schon, dass er auf dem TS-Server kann, aber momentan ist hier gerade... Der ist gerade sehr voll, es kann sein, dass du ein paar Mal versuchen musst zu joinen. Und deshalb, glaube ich, musst du jetzt sofort versuchen zu joinen, wie er gerade sagt. Denn das kann noch eine Zeit schon dauern, bis hier wieder ein bisschen Platz ist. Denn es Bester sind Tipp am Rande, versuch's einfach. Es gibt 40 Slots auf diesem Server und die sind gerade momentan alle belegt. Und ja, wenn nicht, dann kannst du ja mal ein anderes Mal drauf joinen, wenn nicht gerade alle Leute drauf sind. Ja, einfach ein paar Minuten später wieder probieren, weil einige werden sicherlich auch mal Luca, runtergehen. Kannst du bitte aussteigen? Ganz schön Roman erzählt. Danke. Oh, ich sehe gerade, dadurch, dass ich angestupst wurde. Da fragen, wer ist der TS-Server voll? Ja, der ist voll. Und der TS kostet was? Kostet TS was? Nein, das Programm an sich kostet nichts. Nur halt Servermieten kostet etwas. Ja, so sprich, du kannst dir den TS-Client einfach runterladen und auf den Server kommen, ohne irgendwelche Kosten zu haben. Lorenz, so langsam kommen wir in Bedrängnis, die mit ihren Drehmaschinen rücken uns ganz schön auf die Pelle. Ja, ich merk's schon. Ja, wir sollten uns auf Dauer mal, ich hab den eh schon reingepackt hier, den Kröger. 18 Tonnen. Kögel. Kögel? Okay, Kögel war das. Irgendwas mit K wusste ich noch. Der ging auf jeden Fall ganz gut auf der Landwehrkanal. Ja, das wäre gut gewesen. Und damit können wir dann halt relativ einfach immer auffüllen. Der mal losfährt. Wo kriegst du nochmal die ganzen Mods her? Die findest du im TS. Wenn du da joinst, dann bekommst du alle wichtigen Daten. Ja, modhoster.de ist natürlich auch eine Idee, aber ich würde es nicht versuchen, alle Mods rauszukramen, dann bist du lange dran. Ja, auf dem TS, wenn du dann auf TS kommst, dann bekommst du schon gesagt. Du musst nur in einen Channel kommen, wo viele Leute sind und die können es dir bestimmt sagen. Außer sie sind asozial und sagen sie halt nicht. Ja. Das erlebt man hier aber auch nicht, gerade nicht. Das gibt's auch. Patrick, bitte nicht nochmal anstupsen, sonst werde ich gleich etwas anderes machen müssen. Hey, Ich kann es dann auch tun. Gut. Sag einfach Bescheid, wenn das nochmal tut. Ich war halt schon mal ein bisschen blöd, wenn ich dann immer raus muss, im Bereitschaftsdienst. Weil das in dem Moment, wo er mich halt anstupst, verdeckt er mir halt immer den Chat. Und das nervt und hier etwas. Ist schon wer damit ja, Bescheid. Beschäftigt. Ich brauche einfach mehr Monitore. Ja, bisschen Selbstwerbung, Eigenwerbung zu machen, bitte erst mal. Wer will Eigenwerbung machen? Worum geht's? Der Marco 4444 hat seinen YouTube. Für CyberGamer HD, für den Kanal vom Florian. Ach so, ist es der Florian. Stört mich jetzt gar nicht. Ja, CyberGamer verdient das oder so nicht viel mehr Abonnenten. Der wirbt und wirbt und wirbt und bleibt immer auf seiner 37 Abonnenten-Marke, also hat damit eigentlich nicht viel Sinn. Das ist also wahrscheinlich auch so ein YouTube-Anzeige-Bug.
Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, immer irgendwo, wo gerade viel los ist. Auf dem Server hier aktuell sind keine anderen DLCs. Also eigentlich nur das kostenlose Klassiker. Müssen wir aufpassen, dass ich nicht irgendwie auf meine Endplatte komme, weil sonst ist einfach mal der Patrick für 10 Minuten gebannt. Guten, du brauchst Mod. Okay, ja, ich brauche Mod. Gut. Ich habe Moderatoren. Läuft. Guten, ich habe damit keine Moderatoren. Guten, wann hast du eigentlich Geburtstag? Ja, das ist nochmal interessant. Ich habe im November Geburtstag. Ich glaube, bei den Tourwas-Aufnahmen letztes Jahr konnte man das ganz gut merken. Da wurde ich, glaube ich, kurz darüber unterhalten. Kann man den Server immer noch nach dem Stream unter Guten finden? Ja, der ist immer online. Der läuft jetzt seit Februar. Ach gut, ich glaube, der ist dann nach diesem Stream wieder weg, denn was soll man sonst mit dem Server machen? Guten, bekomme ich Twitch-Mod dafür, dass für den Kanal geworben wird, Cyber-Gamer bekommst du es nicht. Nein, kann man. Wie lange geht der Stream? Das ist eine sehr gute Frage, solange wie Spaß macht. Vielleicht bis 21 Uhr, vielleicht bis 22 Uhr, vielleicht aber auch bis morgen um 22 Uhr. Und ich hab ja gefragt, ob wir dein Hoodie mit deinem Logo machen kann. Logo? Hä? Hab ich gerade gar nicht gelesen. Logo. Ja, egal. Ja, kannst du gerne dich dran versuchen. Ja. Mein Name ist Marco. Und, Da fragt wer, wie ist deine Adresse, XD? Zenis ist übrigens der Markus aus dem Tourwas Let's Play. Also einfach auch auf YouTube schauen, da könnt ihr den auch finden. Sprichwerbung. Was ist meine Adresse? Ja, was willst du mir denn schicken? Der Megabomber, oh, da muss ich ja Angst haben. Ja, dann fragt wer hier, ob es eine Pause gibt oder... Ich weiß nicht, ob wir jetzt so richtig extrem Pause machen. Aber wir um 45 wechseln wir ja wieso die Spieler, damit halt möglichst viele Leute immer wieder drankommen. Die jetzt mitspielen, können sich dann sozusagen wieder hinten in die Schlange anstellen. Und dann, weiß ich nicht, um 22 Uhr oder 23 Uhr nochmal mitspielen, wenn sie wollen. Aber vielleicht machen wir dann immer so 3-4 Minuten Pause, weil wieso synchronisiert wird. Sprich, 2-3 Minuten ist dann der Stream offline. Oh, ich habe gerade gesehen, ich mache hier Malheur. Genau, dann ist kurz offline und... Marco, könntest du es bitte lassen, von Cyber Gamer HD bitte jetzt hier ständig den Link zu posten? Wäre gut und ja, nett. Ein, zwei Mal ist in Ordnung, aber jetzt bitte nicht jede fünfte Nachricht im Chat da dasselbe. Lorenz, kann sein, dass die viel kleineren Wände kreisen. Oh, der Patrick joint, das ist überraschend. Naja, du kannst natürlich einen viel kleineren Wendekreis haben. Ich fahre ja auch ein... Ohne hydraulische Lenkung, sage ich jetzt mal. Also ich muss ein bisschen mehr machen. Ach ja, stimmt, ja, du hast ja keine hydraulische Lenkung. Also deine Abonnenten sind reine Stalker, jetzt muss ich schon das genaue Datum wissen von deinem Geburtstag. Am 29.11. So, jetzt kannst du es dir auf deinen Arm schreiben. Ich glaube, der hat schon wer... kann es sein? Was ist mit dem Megafon-Projekt, Alter? Was läuft bei euch? Megafon-Projekt gibt es nicht. Gut, noch ein kurz fertig. Mensch, mit Zählmaschine, ich bin ein bisschen schneller. Ach, kann es sein, dass du 96 geboren bist, Guten? Ja. Halt. Ah, dann haben schon ein paar deinen Geburtstag in den Chat geschrieben. Gratulation, Leute, ihr habt's raus. Das kann man sich auch einfach ausrechnen. Ich hab das schon häufig gesagt, deshalb. Kann man sich ganz einfach ausrechnen. Der Markus möchte für Ordnung sorgen, das machen wir aber erst am Ende der Reihe, würde ich sagen. So, übrigens nehmt ihr euch jetzt alle mal kein Beispiel am Patrick, das macht man nicht. Verzeihen, das ist ganz böse. Ein böser Junge. Mal. Kannst du deinen PC nochmal interviewen? Ja, hab ich auch gerade gelesen. Guten ist 18, nö, werde ich erst im November. Ich meine, für die ganz Dummen, ich habe auch noch ein Video gemacht, wie man den Computer anschaltet. Also. Ach, das habe ich ja gesehen. Das war geil gemacht. Rat nicht scheinen. Das muss ich mir erstmal angucken, ich weiß nämlich nicht, wie das geht. Hessel? Patrick, du hast ja gut den Trecker hin. Ehersteme. Der MD? Kannst du mal einen Server ohne Mods machen? Nein, finde ich ehrlich gesagt jetzt nach fast 2 Jahren mit dem Grundspiel dann doch etwas langweilig.
Ja, komplett ohne Mods. Ohne Mods kann man vergessen und ich glaube, neuen Server wird's mit LS13 auch nicht mehr geben. Was macht Johnny? Ich bin gerade raus. Markus, du müsstest jetzt Admin oder Modrechte oder wie das heißt haben. Hallo? Kann ich wieder reinkommen oder? Ich bin gerade rausgeflogen. Der Johnny bist du, oder? Ja, genau. Dann. Ja, probier's. Okay. Lorenz, ich habe jetzt ungefähr die Arbeitsweite von dir, weil bei mir so viele Zinken abgebrochen sind. Wie viele sind die abgebrochen? LS13 Vanilla. So richtig schön also klassisch. Ein anderes Passwort. Also ich möchte einmal mit Profis arbeiten. Das Passwort aktuell, das kann ich dir ja nicht sagen. Nee, dann geht's doch nicht, weil wenn ich jetzt laut sage, dann wird der Server ganz schön schnell voll. Ja, ich weiß, wie ja. dein Passwort ist. Ich könnte dir sein, muss in den TS schreiben. LS unterstützt maximal 16 Slots und das hier ist ein 16-Slot-Server. Ja. Also mehr geht nicht. Gut. Wer ist jetzt rausgeflogen? Der Joni. Ne? Bin ich jetzt zur Zeit mit Lenkrad? Ich spiele zur Zeit mit Lenkrad. Mein steht hier auf. Nein, ich freue mich gar nicht auf LS15. Eigentlich finde ich das gar nicht gut. Nein. Freue ich mich gar nicht drauf. Tut, glaube ich, keiner. Das glaube ich dir jetzt auch auf jeden Fall. Der Sarkasmus, den hört man richtig raus. Wie heißt die Map? Mic-Map. Reiß dich zusammen. Wie heißt die Mic-Map? Das wäre ein geiler Kommentar. Zelle. Was? Zelle. Mic-Map Zelle heißt ja, wenn er nur Mic-Map geschrieben hat, Zelle. Hier müsste gleich auch noch Dünger gespritzt werden auf dem Feld, ne? Ja, ich komme mit Düngen. Ich hab schon den Düngerstreuer jetzt fast angehängt. Ja, die Mic-Zelle, das ist eine der meist heruntergeladensten Mods für den LS13. Die sollte man problemlos auf Mod-Hoster finden. Ernsthaft, ja. Ist das die meist gedownloadete? Ne? Kann sein, ich weiß es nicht. Ja, da kommt der Johnny wieder. Gut, aber das sollte bei einer einzelnen Person mit halbwegs vernünftiger Leitung dauert es ja auch nicht so riesig. Ja. Guten. Ja. Leute, die da jetzt beleidigen, sollten wir direkt runter, ne? Ja. Okay, ne, das war nur gerade der Fall, deswegen. Tut mir leid, dass ich den Livestream störe. Ja. Du störst nicht, ich hab's schon vorher dir getan. Ja, das ist wirklich wichtig, weil ich hab da gerade langsam keine Lust mehr drauf. Wer da unten Stress machen muss, der muss dann auch nicht spielen. Der muss dann heute nicht mehr da sein. Okay, super, danke, Guten. User left your channel. So. Das ist ganz gut, dass der Nico das alles im Hintergrund so gut organisiert, weil sonst, würden wir hier wahrscheinlich die Köpfe rollen. Die Kacke am Dampf. Mach mal Facecam. Wie ist das PS vom Livestream? Passwort vom Livestream? Keine Ahnung. Nee, gibt es nicht. PS? Wer Guten sehen will, der muss einfach sich bei Harald Frenkel die Gamescom-Videos angucken und dann weißt du Bescheid. Jo, am besten ihr schaut gleich alle, weil die sind wirklich cool. Ich habe nur mit 16.000er Leitung, das ist auch der Grund, warum es manchmal zu schönen Standbildern kommt. Habe ich auch gerade gehabt und das kann bei mir eigentlich nicht sein, dass ich Standbilder kriege. Also bei mir auch nicht. Kommt über seine Leitung, weil er das hat. Oh scheiße, ich habe Standbilder, ne? Kennt man doch. Mach. Ich komme mit. Ich hätte ja mal richtig Bock auf Sonnenblumen hier auf der Map. Die gibt es ja hier auch, die können wir nur aktuell nicht machen, weil wir kein Gebiss dafür haben, für den Drescher. Aber das kann man sich ja organisieren. Gibt es dafür extra Sonnenblumengebiss oder wie sieht das hier aus? Nein, dazu brauchst du was Maisgebiss. Ah, okay. Haben wir den Maispflücker? Müsste irgendwo gespritzt werden? Dünger auf dem großen Feld. Mach ich schon. Oh, das ist schwer zu sagen, ob Münsterland oder Ruhrgebiet. So ein bisschen Gutes dazwischen. Deutsch. Also richtig im Ruhrgebiet ist es nicht, aber auch nicht wirklich im Münsterland. So, hier fragt einer, was habt ihr für... Was für Mods habt ihr? Wir haben einige Mods, die Map, das Oldtimer-Pack, ein paar andere Schlepper, ein paar Anhänger. Eigentlich alles, was man halt so braucht, ne? Ja. Lorenz, ich fange auf der anderen Seite an. Das ist eine gute Idee. So. Hier fragt noch wer, wenn man auf den TS kommt, wie kriegt man das Passwort für den LS-Server? Ja, gar nicht. Auf dem TS. Auf dem TS, genau.
Auf dem TS, der hat gar kein Passwort. Der Raum hat zwar ein Passwort, aber das gibt es nicht. Bitte hängt nicht alle drei Anhänger aneinander. Das kann hier eigentlich kein Schlepper ziehen von uns. Nicht mal der GTA. Ja, und der GTA ist ja jetzt auch kein Mega-Ding. Aber trotzdem zieht er einiges. Ja. Nicht die äußeren, sondern die inneren Werte zählen. Genau. Wer ist schneller, du oder ich? Ah, der Markus ist schon ganz flix mit dem Daten. Ma! Scheiße Oldtimer hier. Was ist dein Lieblingsmod? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe, glaube ich, so ungefähr 10 bis 15 Maps, die ich sehr gerne mag. Auch einige Schlepper, zum Beispiel der 936 ist geil, der von Mod Contest, den wir auch eigentlich auf jedem Community-Server bis jetzt irgendwann mal gekauft haben. Die 77, 87 sind geil, der 89 Jaguar, Häcksler, boah, da gibt's so viele. Muss jetzt nicht, hier nicht die ganze Mottis aufzählen von der im Landwehrkanal. Ja. Ja, das, da waren auch viele geile Sachen dabei. Ja, mein, es gibt auch viele richtig gute, richtig kleine Schlepper. Wie viele Abos hast du jetzt? Ja. Guck am besten selber nach. Nee, jetzt kann er ja nicht. Und schon wieder am Sprung. So, sieben Auge. Ich hab exakte, wenn man meinen Browser jetzt will. Hier ist auch noch dieses geile Gülle-Lager zwischen den Bäumen, wo man dann wirklich Gülle reinfüllen kann und später abholen kann. Da wäre ja das Zuhammer cool hier. Ja, das Zuhammer werden wir, denke ich, auf Dauer auch wieder reinnehmen. Geht doch, erstmal ein anständiges Gülle-Pack. Jetzt nur ein Käsegreiner, ne? Das wär's. Was? G-Käsegreiner. Wie hieß nochmal das andere? Katzenschwanz? Oder? Nee, irgendwie so ganz komisch. Ohrwaschen, irgendwas. Ohrkastelschuhe. Ach, genau. So, ja, genau, dieses ganz exotische halt. Also, was zumindest exotisch klingt. Und der Patrick fragt da gerade nach dem Passwort. Huhn hast du Marihuana-Samen? Ja, selbstverständlich. Und da mindestens 100. Zum Hugo. Guten heißt namenlos. Das ist nicht ganz korrekt. Das ist doch für ein Hugo. Hast du, na, du vor irgendwann mal selber Hoodies mit deinem Logo zu machen? Ja, den Shop werde ich wieso mal ein bisschen überarbeiten. Bin ich nur irgendwie. Also, er hat schon einen, aber der ist halt noch ein bisschen in. Naja. Das passt zusammen, was denn? Ein Hugo und ein Kreiner, oder was? Okay. Katzbacher. Ja. Auch ein cooler Name. Guten, du Flaschen, ein bisschen krumm. Ja, ja, deshalb stellst du dich ja auch vor mir hin, damit ich nicht weiterfahren kann. Das bin ich nicht. Guten heißt Hugo Käsegreiner ab jetzt. Ach so, ich bin der Hugo. Hugo Käsegreiner. Ne? Nur Frage, Guten, wie heißt eigentlich jetzt mit Namen und Wirklichkeit? Ich heiße namenlos, hast du doch gerade gelesen. Ich weiß es, nee. Ich weiß es. Guten, ne Frage, mein Cousin hat meine LS13 CD kaputt gemacht. Würdest du dir eine neue kaufen oder nicht? Ich hab von drauf an. Also ich glaube, LS13 kostet im Moment einen Zehner. Halt mal bitte Abstand, von daher sorry. Nicht wirklich teuer, würde ich sagen. Also wenn du Bock aber drauf hast, wieso nicht? Besser. Gibt es auch mal andere Spiele als Farming Simulator, als Community Event? Ach, du meinst jetzt als Livestream. Wir hatten ja vor einem Jahr ungefähr, doch das war vor einem Jahr im Herbst, da habe ich mal Hälfte Community Server, Hälfte Formel 1 gemacht. Ja. Boah, du hast recht. Kostet wirklich nur 10 Euro. Leon, ich musste erst überlegen. Hey, und einer weiß es, wie ich mit Vornamen heiße. Der erste hat's gefunden, aber ist auch nicht so schwer. Okay, ich hab's. Oh, ich sollte nicht gleichzeitig Chat lesen und wenden. Jo. Ach, da heißt auch wer David. Der Fendi. Ne, Fendt 01. Moment, mach du unten, ist noch ein Stück, dann fall ich schon zum Hof.
Weil ich muss auch erstmal Zinken reparieren. Ach, hat ja geschrieben, wenn deine CD kaputt ist. Ach ja, das stimmt. Du kannst wirklich auf das Download-Portal gehen und da müsstest du das Passwort den Aktivierungs-Key eingeben können. Könnte sein, dass das geht. Und ich glaube, du heißt. Wie? Stalin? Oh. Jetzt geht's ja mal los. Ich hab gesagt, guten, kaufst du dir LS15 und welche Standard, Special oder Collector's Edition? Ich habe mir die Collectors vorbestellt, weil ich beim LS13 eigentlich die Collectors haben wollte. Hab mir dann kurz vorher gedacht, nee, holst du auch Standard. Und als einen Monat später habe ich mir dann gedacht, irgendwie hättest du doch Bock auf die Collector's Edition gehabt und deshalb habe ich sie mir jetzt einfach bestellt. Gun, welches Lenkrad benutzt du? Ich benutze das G20 und ich bin damit eigentlich zufrieden, ja. Tobias. Ach, der Patrick möchte gerne das Channel-Passwort wissen, aber das weiß niemand. Kann mal einer von euch in den Chat schreiben, hau deinen Kopf auf die Tastatur, das passt ungefähr. Weil viel mehr habe ich da auch nicht getan. Okay, warte. Bekommt ihr... Das bekommen wir das Feld jemals fertig? Wir haben hier 2,2 Meter und das dürften so gute 3,5 Hektar sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe 2 Meter. Du bist noch einmal. Wie viel hat dein G27 gekostet? Das kostet, glaube ich, um die 250 Euro. Jo. Mann, es wird ja wohl nicht so schwer sein, ein paar Tasten zu drücken. Ja. Guten tut das aber nicht irgendwann weh, wenn du immer für Passwörter deinen Kopf auf die Tastatur schlagen musst. Manchmal nehme ich auch Ellbogen oder Fuß. Okay. Halt wahlweise, ne? Fuß-Zwischenraum. Hast du dicken auch schon C. Mal, like, jetzt hast du das. Ja. Joni, wir sind in England. Ne, wenn ich das like Allotrix mache, dann bricht die Tastatur. Ach, der hat ja jetzt letztens gezeigt, ne? Ich muss sagen, ich brauche Allotrix jetzt nicht. Bitte? Was ist passiert eigentlich, wenn jemand mit seinem Kopf genau das eingibt, was du mit deinem Kopf auch eingegeben hast? Dann würde ich so lachen. Also, ich glaube, der wird einen Fünfer von mir bekommen, weil ich glaube, das kriegt er einfach nicht hin. Das traue ich niemandem zu. Der Typ sollte auf jeden Fall Lotto spielen. Oh, fuck. Ja. Ich glaube, die Chance im Lotto zu gewinnen ist höher, weil das ist die komplette Zeile voll an Buchstaben. Das ist einfach halt bumm, bumm, bumm. Sollten wir vielleicht noch weiter ernten, weil hinten sind Pferde rein. Nein, ich bin leer. Also jetzt, guten Krieg, ich soll kurz helfen kommen. Ich habe die Taste gedrückt. Ich habe leider gerade geguckt. Welche Taste hast du gedrückt? Die MQ-Taste. Ja, das ist nicht gut. Was, die IQ-Taste? Das heißt, deine IQ ist gesunken, oder wie? Nee! Weil jetzt ist Guten wieder schneller. Die Guten fahren auf die Straße. Also nicht da entlang. Ach so, diese IQ-Taste. Was soll ich denn tun? Toni, helf mir mal bitte. Ich bin auf der IQ-Taste. User in your channel was kicked from the server. Du bist ein Idiot. Haha, Guden ist leer. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich leer. Ich habe gerade keinen Hanf in der Tasche. Komm mal rüber, Lorenz. Ich muss jetzt einen Schwarzmarkt gucken. Ja, ich habe mir alle aktuellen Fahrzeuge angeschaut. Ich kann nur kurz Frontgewicht holen. Yay, danke. Kein Problem. Ich finde es interessant, dass die jetzt immer noch nicht Deutsch bestätigt haben. Ich finde es geil irgendwie. Ich auch. Ich glaube, das wird noch kommen, aber ja. Oh. Gut, ne? Hoffentlich nicht optimistisch sein. Deutz und Achsenbruch. Akroplastik. Ach, kennst du auch das Bild, wo du mit Deutz von der Frontachse weggerissen ist? Ach ja. Das passiert aber dauernd. Bremstest. Ne? Was ist jetzt passiert da? Da ist beim Bremstest und Deutz die Vorderachse komplett weggerissen. Oh, geil. Läuft. Ja, das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit. Geil! Deutz live, Alter! Ja, Deutz wie so live. Hau mal mit dem Kopf auf die Tasse, das könnte helfen! Patrick, ich weiß das PW selber nicht. Ich hab echt nur ein paar Mal draufgehauen. Also nicht einfach hier. Das mache ich bei solchen PWs immer, weil die keiner eigentlich wissen soll, weißt du? kein Geld für den Shooter. Nee, Deutz nicht. Wie viele Mods habe ich insgesamt? Keine Ahnung, ich habe so viele Mod-Ordner.
Er hat so viele Modder und damit könnte er Google lahmlegen. Oh, das ist hart. Google lahmlegen wird schwer, verdammt schwer. Wie bitte? Google lahmlegen schaffst du nicht. Machst du nach dem Livestream noch ein Video, wie du ihn fandest? Werden wir bestimmt mal irgendwie nochmal ansprechen in irgendeiner Folge vom Community Server in der nächsten Zeit. Ich will auch einen Traum. So. Also mit Frontgewicht an dem GTA ist manchmal ganz schön hart. Mähst du hier bitte erst ein Stück raus, dass ich die Hänger dahin stellen kann? Wir haben wer geschrieben, Hacker schaffen das wahrscheinlich. Ich will ja nicht sagen, aber Google ist mit das sicherste Netzwerk, was man finden kann. Ja. Wenn du da sich da reinhackst. Lieber Korokolus, was ist dein Lieblings- oder was ist deine Lieblingsmods? Ja, das kann man nicht so genau sagen. Das wird dir der Gute nie genau sagen können, weil es einfach viel zu viele Mods gibt. Ja, das haben wir auch schon ungefähr vor einer halben Stunde mal dieses Thema. Der beste Mod ist für Google, unter anderem der Forstmod. Ja, Forstmod ist auch auf jeden Fall dabei. Hast du auch beim letzten Mal gar nicht gesagt. Ja, und da hat wer gesagt, Hacker schafft das bestimmt. Wenn der den Hacker schafft, dann bekommt er paar. Lieber Fan, könntest du es bitte unterlassen, Summe, diesen YouTube-Link zu spammen? Dankeschön. Den Tipp gegeben hat. Warte, könntest du bitte aufhören zu nerven? Was ist hier gerade los? Ja, er schreibt die ganze Zeit irgendwas wegen Spritzen und so. Aber ich kann nicht so in das Korn reinfahren, wie es hier jetzt steht. Wir haben den kleinsten Drescher erstmal, aber davon dann vier. Also es geht trotzdem voran. Es ist nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Aber apropos vorankommen, ich sehe gerade, es ist 20.44 Uhr. Das heißt, die letzte Minute von dieser Spielrunde bricht an. Und gut, hat sich gerade eben festgefahren. Danke. Mir fällt auch gerade auf, dass die Sämaschine gerne mal ein bisschen die Front aushebt. Sonst gut, müsstest du schnell noch den GTR bekommen. Ach, das geht schon hier mit der kleinen Sämaschine. Aber mit dem bist du schnell unterwegs, ne? Ja, hast und... Hast du bleibst schon ein Führerschein? Mensch, Oldtimer, hat man auch nicht immer. Oldie, ja. Was für Oldie? Guten, hast du einen Führerschein? Ich hab einen Führerschein, also Autoführerschein, nicht Schlepperführerschein oder so. Ein Auto? Boah, aber also, kann schon Auto fahren, du. Ey. Ey, was für eine Möhre? Andreas, mache keine Randale. Randale. Okay. Randale. Ey. Ich randaliere, wir müssen jetzt. Textbar, könntest du bitte dein O Andreas? Unterlassen. Warte, ich gebe doch gerade eine kleine Korndusche mit. So, aber jetzt haben wir 20.45 Uhr, das heißt, wir werden jetzt mal durchwechseln. Der Stream ist vermutlich 2, 3, 4 Minuten aus. Aber dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder und werden die nächste Runde zocken. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Backfisch.